Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Wir haben ja noch zwei Betten frei im TC. Wir könnten eigentlich an sich hier die TCs auflösen. Das würde ich auch in jedem Fall machen. Weil, wären sich ganz praktisch, ne? Aktivpatienten wird gerade wegtransportiert. Hier ist, glaube ich, auch nichts los, ne? Dann können wir die Liege einmal wegtransportieren. Und zwar einmal. Kann ich nicht hin, da kann ich nicht hin, ne? Aber hier hin, genau. Dann können wir auch das Ding einmal verschieben. Perfekt, hätten wir wieder ein Bett zur Verfügung. Dann können wir den Raum hier auflösen dementsprechend, ne? Einmal abreißen. Kriegen noch ein bisschen Geld wieder. Perfekt. Auch hier den können wir jetzt gleich auflösen, wenn die Liege weg ist. Patient ist dabei zu gehen. Okay. So, das Bett rüber. Und das Dingen rüber, ne? Wo ist es? Da. Sehr gut. Dann haben wir hier vier Betten, neun Betten insgesamt in den zwei TCs. Ist gar nicht mal so übel. Moment. Also neun Betten hätten wir hier zur Verfügung. Wie sieht es hier aus? Hier muss noch was gemacht werden. Dann macht das doch mal, bitte. Hier ist noch was am Laufen. Rezeption, körperliche Untersuchung abhören. Das hier muss noch gemacht werden, bitte. Das wäre nett. Körperliche Untersuchung noch machen. Abhören, Inspektion der Mundhöhle bitte auch noch machen. Fünf Symptome, Aufnahme TC oder nicht? Ich meine, TC ist relativ überlastet aktuell, ne? Die Ärzte sind aktuell überlastet. TC ist überlastet, ne? Ich würde die gehen lassen erstmal, ja. Ich lasse die erstmal so weit gehen. Obduktion abgeschlossen, okay. Kann zum Bestattungsdienst gebracht werden, in Ordnung. Wir bräuchten wesentlich mehr Ärzte hier, Leute. Was ist? Neurologische Tests. Bitte machen. Temperaturmessung. Langzeit-EKG, FAST. Echokardiographie, ITS. Auswertung. Bitte alles machen. Wir brauchen wesentlich mehr Ärzte hier, ne? Aber, wie gesagt, was ich mich gerade wundere, Diagnostik. Brauchen wir den Arzt in der Diagnostik? Eigentlich könnten wir unterscheiden zwischen Diagnostik und Traumazentrum, ne?
Diagnostik ist das in der Überwachungsstation, ne? Traumazentrum ist nur hier, ne? Das müsste ich mal versuchen, ne? Ja, das versuchen wir mal, Leute. Also folgendes. Wir machen hier einen Raum hin. Einen Bereitschaftsraum würde ich vorschlagen. Einen großen Bereitschaftsraum. Nächster Patient. Na super. Den anderen RTW sehe ich gar nicht, der abholt. Okay. Eingewiesen Transport zum Zimmer, okay. Ist das so, ne? Röntgen. Körperliche Untersuchung einmal und Röntgen. So, wie sieht es bei dem aus? Er hat zu viele Diagnosen noch. Er hätte auch noch zu viele Diagnosen. Die hätte Chlorgasvergiftung. Dann kommt die auf jeden Fall nach oben. In die Innere. Auf die Innere, ne? Würde ich sagen. Gut, Transport zum Zimmer, perfekt. Dann ist hier nämlich wieder ein Bett frei. Dann ist hier nämlich wieder ein Bett frei. Dann machen wir hier das Bereitschaftszimmer. Ein relativ großes Bereitschaftszimmer, Leute. Ich denke mal, das werden wir auch gebrauchen können. Vor allem in der Notaufnahme, ne? Gehe ich mal von aus. Okay, perfekt. Dann machen wir hier eine Türe hin. Kein Zugang. Kein Zutritt, genau. Dann machen wir hier natürlich die Schreibtische hin. Wir machen ordentlichen Boden hier rein, würde ich vorschlagen. Holzboden. Soll ein bisschen gemütlicher wirken. Sollen wir normale Schreibtische machen? Nee, wir machen gläserne Schreibtische. So, gläserne Schreibtische. Dann brauchen wir natürlich dementsprechend noch Drucker. Die kommen hier drauf. Machen wir einen Drucker. Nehmen wir auch einen zwei Drucker, ne? Zwei Drucker. Passt. Laptops. Kostet natürlich viel, viel Geld alles, aber egal. Damit sollten wir zumindest erstmal ausgestattet sein. Wir machen noch eine Blume hier rein. Hier noch eine Blume hin. Dann sollte das eigentlich auch von der Optik her passen, ne? Hoffe ich mal. Also wir hätten ja noch weitere Möglichkeiten, Ärzte zu platzieren. Wir werden jetzt eben mal rüberholen. Erstmal nur die Frühschicht. Anschließend noch die Nachtschicht. Dann schauen wir uns mal die Ärzte nachher auch an, was die für Eigenschaften haben, ne? Weil das ist, glaube ich, auch relativ wichtig. Wie gesagt, ne? Wenn sie deprimiert sind, macht das ja schon allein keinen Sinn, ne? Kein Jäger, okay.
Zum Beispiel, der Arzt ist zum Beispiel deprimiert, ne? Das geht gar nicht. Meiner Meinung nach. Da müssen wir echt drauf gucken. So, das wäre die Tagschicht. Jetzt machen wir noch die Nachtschicht hier. Dann bin ich mal gespannt, wenn wir das dementsprechend hier machen, ne? Wie sich das dann auswirkt auf die Mitarbeiter. Ob die dementsprechend hier nur hier im Traumazentrum arbeiten oder auch in den anderen Zimmern, ne? Da bin ich mal gespannt drauf. Dann werden wir nämlich einen Arzt mal hier auswählen und sagen, wie viel haben wir hier? Den Simon, dann machst du bitte nur Traumazentrum. Und dich wollen wir jetzt mal beobachten, ne? Machen wir aber ein bisschen schneller. Okay. Reserviert für Ohruntersuchungen Sarah Pfeiffer. Das ist die Frage, wo die Sarah Pfeiffer ist, ne? Oder wird die erst noch gebracht? Okay, die muss noch gebracht werden. Wartet auf den Transport zur Untersuchung. Okay, dann wollen wir mehr Schwestern, ne? Mehr Schwestern oder mehr liegen, ne? Oha. Okay, ich weiß aber zumindest, dass der wohl hier dementsprechend zumindest nur hier arbeitet dann. Jetzt bräuchten wir wahrscheinlich dementsprechend. Mehr Schwestern, die den Patiententransport machen, ne? Für den Eingriff aus Ohruntersuchung. Sarah Pfeiffer. Tut nichts, geht zum Arbeitsplatz. Mit Eingriff aus Traumastabilisierung Sarah Pfeiffer. Schon wieder Sarah Pfeiffer. Hatten wir gerade nicht die Sarah Pfeiffer? Sarah Pfeiffer. Transport zum Zimmer. Haben wir noch eine Sarah Pfeiffer? Unmöglich, ne? Stationäre Aufnahme, bitte. Danke. Stationäre Aufnahme, okay.
Oha, okay. So, jetzt geht's rund. Alle anderen würde ich raushauen jetzt. Die wir hier drin haben, ne? Dementsprechend würde ich jetzt schauen, dass wir jetzt hier, jetzt ist die Grippesaison, die Ärzte raten den Menschen, die Symptome nicht zu unterstützen, wenn sie sich schwer krank fühlen, sofort zum nächsten Krankenhaus zu gehen. Richtig, das wollen wir jetzt annehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. 15 Minuten haben wir Zeit. Wir haben 15 Minuten Zeit, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Patienten das sind. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Patienten. Okay, die sind alle jetzt fast... Die sind jetzt alle in der Notaufnahme. Nein. Moment, wartet auf Krankenwagen. Okay, jetzt warten noch welche auf Krankenwagen, geht zum Stuhl. Wir können noch keine beobachten. Geht zur Rezeption. Geht zu Stuhl, geht zu Stuhl, geht zu Stuhl. Wartet auf Krankenwagen. Okay, Patient gestorben, das ist nicht gut. Wir gucken gleich nochmal deswegen. Obduktion bitte. So, wie sieht's aus? Geht zu Stuhl, geht zu Stuhl. Ja, ich kann nichts dafür. Ja, können wir noch nichts machen, ne? Können wir noch nichts machen. Die müssen erst zur Rezeption gehen. Und dann können wir erst was machen, ne? Und das scheinen alles 10 Leute zu sein, die jetzt zum Event gehören. Alles von der gesetzlichen Krankenkasse, ne? So, dann bin ich mal gespannt. Die ersten Patienten müssten ja jetzt eigentlich dann dementsprechend gleich kommen, ne? Ah, hier haben wir schon einen. Oha, kritisch, kritisch. Okay. Die Alexandra Schneider. Das ist die hier. Geht zu Stuhl, okay. Ja, jetzt ist das schwierig natürlich hier zu sagen mit der Liste. Ich schieb die mal hier unten hin. Ich glaube, das funktioniert auch. Perfekt, die geht zu Stuhl. Die setzt sich hier hin, ne? Okay. Okay, die ist vom Event. Perfekt. Die haue ich raus, ne? Ja. Okay, ich bin mal gespannt. Wir sollten jetzt dementsprechend gleich die ersten Patienten hier kriegen. Mittelmäßig. Ich glaube, den können wir schon. Ja, den können wir schon. Den können wir schon. Den können wir schon. Die noch nicht. Die wartet auf den Krankenwagen. Okay. Die Lena Ziegler müssen wir abwarten. Die können wir machen. Den Timo können wir machen. Den Frank Hagenmüller. Thomas Schmidt. Die können wir machen. Ach, der Schande. Den können wir machen. Okay. Wir haben jetzt alle 10 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Uhr? Okay. Da müssen wir echt gucken, Leute. Also, die hier ist vom Event, ne? Ja. Hat jetzt nur Diophyse, da kriegt sie das hier bitte. Sofort. Und dann machen wir bitte Aspergillose. Die kriegt bitte direkt eine körperliche Untersuchung. Dennis Graf. Dennis Graf, machst du bitte nur Traumazentrum? Danke. Körperliche Untersuchung wird gemacht, das ist gut. Patient hat zu lange gewartet, okay. Das ist schlicht. Aber egal, können wir nichts dran ändern, ne? Abhören. Schüttelfrost hat sie. Hat wohl Schüttelfrost. Aspergillose. Die hat nichts Kritisches in dem Sinne, ne? Favorisierten Patienten wurde Diagnose gestellt. Pharyngitis. Okay. Dann gehst du trotzdem. Kriegst du bitte die Medikamente, klar. Maßen bitte auch noch abhören, danke. Ja, virale Tonsillitis. Das geht an sich, ne? Ruhe, dann machst du bitte auch eine körperliche Untersuchung abhören. Danke sehr. Bitte sehr. So, wie sieht es ansonsten aus? Hier. Bronchopneumonie. Wie das heißt. Der geht auf die Überwachung, okay? Ja. Ist in Ordnung. Jetzt ist aber nichts jetzt so Kritisches. Ich würde aber trotzdem. Ja, der muss hier warten, ne? Der muss definitiv warten, Leute. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Bronchitis, okay. Grippaler Infekt ist auch in Ordnung. Temperaturmessung bitte noch machen. Wäre nett. Also nichts jetzt, sage ich mal, Kritisches, wo wir aufpassen müssten, ne? Großartig. Was zu Schwierigkeiten kommen könnte. Also was ist jetzt nicht dabei? Das heißt, das könnte im Prinzip relativ einfach werden, hoffentlich. Wir haben jetzt einen Patienten schon soweit hier. Okay, Temperaturmessung brauche ich dann gar nicht mehr machen. Der kriegt dann bitte jetzt noch die ganzen Medikamente. Diagnose wurde gestellt. Okay, dann kriegt er bitte noch die ganzen Behandlungen. Das wäre nett. Wird bitte noch weiter untersucht. Komplizierte Diagnose. Okay. Was ist mit dem Kollegen? Der müsste jetzt gleich gehen, ne? Der kriegt noch die ganzen Behandlungen. Oder sprich Medikamente. Favorisierte Patient wurde behandelt und geht nach Hause. Okay, dann ist der Dennis Eriksen schon durch, ne? Dennis Eriksen ist schon durch. Wo ist er? Da unten, ne? Ja, der ist durch. Perfekt. Das ist gut. Der hat einen grippalen Infekt, der wurde behandelt. Diagnose festgestellt. Okay, die hat es ein bisschen kritischer. Die geht bitte in auf die. Die geht auf die Überwachung. Okay. Ich würde eigentlich gerne, dass du auf. Mal bitte nach Langzeit-EKG. Abklopfen des Thorax bitte auch nochmal. Du kriegst noch die Medikamente, Behandlungen. Das wäre nett. Ich würde dich gerne auf die Intensiv schicken.
Du gehst bitte auf die Intensiv. Ist mir lieber. Pneumonie. Intensivstation. Medikamente, Behandlungen kriegt sie. Patient kollabiert. Das ist nicht gut. Okay. Aufnahme TC, natürlich. Körperliche Untersuchung abhören. Bitte machen, danke. Wie sieht es ansonsten aus hier? Hier sieht es relativ gut aus. Viele Betten sind frei, das ist gut. Das ist sogar perfekt eigentlich an sich. Analgetika kriegt er. Da laufen noch Untersuchungen, das ist in Ordnung. Ja, Intensivstation hier, die im TC sind jetzt viele Betten frei. Das ist nice. So, wie sieht es ansonsten aus? Der sieht gut aus, der kriegt hier noch das Medikament, bitte. CRP-Test wird noch gerade durchgeführt. Schöne Umgebung, kurze Wartezeit, behaglich, ne? Ich würde sagen, der geht auf die innere. Der geht definitiv auf die innere, ne? Antibiotika hat er gekriegt. Ich würde trotzdem sagen, der geht auf die innere. Den verlegen wir. Wartet auf Transport zum Bett, okay. Lange Wartezeit in der Apotheke, das ist mir klar. Apotheke. Da. Ja, dann stellen wir hier noch jemanden ein. Für tagsüber. Heftig. Ach du Schande. Okay. Also, vier Patienten müssen hier noch behandelt werden. Die Maike Meier ist kritisch. Wo ist die aktuell? Die ist hier in der Überwachung, ne? Da habe ich ja gesagt, Intensivstation, bitte. Temperaturmessung wird gerade durchgeführt noch. Ich glaube, danach geht es auf die Intensiv, ne? Aber müssen wir schauen. Aber heftig. Momentan sieht es gut aus mit dem Event. Ich hoffe, dass das funktioniert soweit, dass wir dann dementsprechend hier die Ereignisse freischalten können. Wenn das funktioniert, natürlich wäre spitze. Aber in dem Sinne, danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Ich bin gespannt, wie weit wir noch kommen werden. Aktuell 158 Patienten hier angesagt. 153.000 auf dem Konto aktuell. Das ist richtig, richtig gutes Geld. Ne? Allein nur durch die Stationen hier. Ach du Schande. 22.000, 14.000, 9.000. Das ist richtig, richtig gutes Geld. Ne? Aktuell schon. Wir haben gerade mal fast knapp 12 Uhr. 53.000 plus aktuell schon. Ne? Heftig. Aber gut. Wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin erstmal. Servus und tschüss.